Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Ender Lilies, Folge 3. Ein ruiniertes Dorf in einer ruinierten Welt. Das klingt doch nach einer Menge Spaß. Und glücklicherweise sind wir aber nicht alleine hier. Wir haben ja hier unsere Begleiter. Und letzte Folge haben wir den geilen Händlerraben bekommen. Der ist, glaube ich, ganz nice. Beziehungsweise wir haben ja schon in der letzten Folge gesehen, dass der ganz nice ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, da unten kommen wir ja nicht lang. Wir müssen jetzt, ja, wir müssen hier rechts weiter. Da hatten wir uns ja schon mal umgeguckt. Da ist allerdings viel los. Viel, viel Krimskrams. Also, ein bisschen schwul ist immer. Aber die können wir hier durch die Wand treffen. Ne? Das macht es natürlich einfacher. So. Warte, gleich mal heilen. Aber ich glaube, dass ich auch gerne overheale, ne? Also, es wäre jetzt eigentlich noch nicht nötig gewesen, oder? Ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch nur 120 HP oder so. Ja, 120 HP. Ich muss eigentlich länger warten, bis wir healen. Ich bin einfach so ein vorsichtiger Mensch. Das ist wie mit... In Shootern bin ich zum Beispiel auch jemand, nach einem Kill wird nachgeladen. Das ist völlig egal. Ich habe immer ein volles Magazin. Das ist wichtig. Dann machen wir das mit ihm. Da unten tickt auch die Zahl runter. Also der ballert den für uns weg. Das macht natürlich einfach. Dann können wir ihn so kaputt machen. Und der Bird. Dauert natürlich ein bisschen. Dabei haben wir den Schaden schon in der letzten Folge aufgedüselt. Aber es wäre auch, glaube ich, zu krass, wenn der viel Schaden machen würde. Ich komme ein bisschen... ein bisschen cheesy vor. Aber naja, mein Gott. Was willst du machen? So, weg mit ihm. Den Knopf haben wir aber schon betätigt. Vor allem den Knopf, den Hebel. Das heißt, eigentlich hätte ich hier gar nicht lang gemusst. Wir müssen ja... Ja, genau, hier müssen wir... Oh, stressig. Ich weiß gar nicht, wer von mir ist und wer nicht. Meine Güte. Furchtbar. So, das war mal eine vernünftige Heilung. Der Vogel hat auch nicht mehr so viel. Aber das ist gut gegen die da oben. Die da oben. Die Grünen. So. Jetzt machen wir den hier noch aus dem Latschen. Dann haben wir nur noch den nervigen Bogenschützen. Sehr gut, das läuft. Das gefällt mir. Gucken. Ich muss den da oben kaputt machen. 12 Schuss hat er noch. Scheiße. Oh, verdammt. War nicht gut. Der ist weg. So, na, Moment mal. Moment mal, der muss weg. 6 Schüsse noch. Okay. Passt. Haben wir. Jetzt die 2 Schüsse noch abfeuern. Ich vergesse auch immer, dass die Zielsuchen sind. Die roten Dinger. So, der ist auch weg. Ich heile jetzt nochmal. Sind wir aber ganz gut durchgekommen, würde ich sagen. Okay, da oben ist nochmal ein Dicky. Mit Bogenschütze. Hier kommen wir nicht durch. Okay, dann müssen wir wohl oder übel... hier lang. Das finde ich ja ärgerlich. Scheiße, hier ist ein... Das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir wechseln da mal was aus. Und zwar... hier nicht. Ausrüstung. Die Beschützerin Sigrid ist, glaube ich, gerade nicht so wichtig. Mit dem Klippendorfjungen habe ich noch so eine kleine Range-Attack, die ich ganz gut, halt auch mit Splash-Damage, nicht ganz gut, glaube ich, hier gerade gebrauchen. Der Vogel bleibt. Er macht zwar wenig Schaden, aber insgesamt ist der es, glaube ich, schon wert. Sehr gut. Jetzt schieß mal den Kollegen da hinten weg. Schießen! Nicht auf den da rechts. Sollst du den Piepmatz wegschießen? So. Okay, das läuft doch ganz gut. Machen wir den hier auch noch weg. Und dann sparen wir uns das hier unten. Gehen wir direkt weiter.
Wo ja der wilde Scheiß abgeht. Ey, wieso hab ich nicht hingeduckt? Okay. Wir müssen einfach nur dran denken, der Dodge. Der Dodge ist super wichtig, um mobil im Kampf zu bleiben. Sehr gut. Sehr schön. Guter Dodge. Wird jetzt alles kommentiert. Sehr gut. Oh, das läuft. Ja. Mal so stelle ich mir das vor. Genau so. Es ist wirklich, man muss einfach nur den Dodge als den Movement-Skill betrachten. Dann geht es tatsächlich ganz einfach. Kaum macht man es richtig. Also dieses sich selber da im Kampf bewegen, das funktioniert nämlich überhaupt nicht. Das muss der Dodge sein. So, und jetzt sind wir nämlich gut ausgerüstet. Wir haben sogar noch 6 Schüsse für den Bird. Kann ich hier den Kranz nämlich einfach schön mit dem Bomberjungen kaputt werfen. Ja, kannst du dir sparen, Kollege. Jetzt vorbei. Zack. Tschüss. Der macht doch echt Damage. Und wieder flüchten. Komm her, Junge. So läuft das hier nämlich. Ah, und jetzt ist wahrscheinlich unten die Tür offen. Das Gute ist, die bleibt dann auch offen, wenn wir sterben. Das ist wichtig, denn es ist potenziell nicht auszuschließen, dass wir sterben. Das will ich jetzt nerven. Wenn jetzt die 3 Vögel halt. Machen wir wie eben. Eieiei. Okay. Dann machen wir es halt so. Willst du noch zu mir kommen oder bleibst du da? Genau, bleib halt mal. Ich muss dich nicht kaputt hauen. Habe ich gar keinen Vertrag mit. Unser Vogel wieder beschwören. Dafür waren nämlich die roten Blumen da. Hier brauchen wir sowas wie einen Triple Jump. Auch noch für das andere Ding, das wir in der letzten Folge gesehen hatten. Aber da werden wir schon fündig werden. Warte mal. Na, guck mal, hier unten können wir nämlich lang. Was haben wir denn da Schönes? Kommen wir da einfach nur... Okay. Same. But different. But still the same. What? Hunde! Weg mit ihm. Kein Feind. So, ich heile noch einmal kurz und dann... Wieso ich das... Ich denke immer, die laden komplett auf, aber es ist ja immer nur eine Aufladung. Ah, oh Gott, Hilfe. Aber wir kommen gerade ganz gut durch. Nur das mit den Leveln, wir haben... Übersehe ich da was? Aua, hallo, ist jetzt gut hier, meine Güte. Unhöflich. Warte mal, was war da? Wunderbar, wie komme ich da hin? Nicht da. Da ist ein Rittersmann. Ach nee, da komme ich. Doch, klar komme ich da hin. Ja, okay. Show me what you got. Aber auch ein Boss. Warum denn? Töte ihn, Vogel. Epische Schlachten über Tage und Wochen. Ha! Oh, okay, alles klar. Du hast auch noch ein bisschen mehr in petto. Verstehe, ich verstehe. Naja, gut, gut. Wenn du meinst, dass du das so machen willst. Der ging ziemlich daneben. Was kommt jetzt? Oh, okay. Alles klar. Komm, stirb. Verdammt, nein! Oh Gott, Hilfe! Alarm! Überhaupt gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Oh, den kriegen wir jetzt auch als Fertigkeit. Ja, damit. Hätte ich doch nur komplett den Verstand verloren.
So, aber das ist doch auch so ein Ritterboy, wie wir haben, oder nicht? Kopfloser Ritter, das ist hier, wie heißt er denn? Nicholas? Nee, das ist Nicholas Flamel. Tja. Aber der heißt doch irgendwas mit Nick bei Harry Potter, oder? Der fast kopflose Nick. Oder? Ist egal, kopfloser Ritter. Für kurze Zeit kann der Ritter Angriffe mit seinem Schild abwehren. Mit gutem Timing ist auch ein Konter möglich. Okay, wir haben Parry. Mit Gelrod als Vorbild wurde er zum Ritter. Doch die Unreinheit, die er als unsterblicher Ritter erhielt, wuchs zu schnell. Er griff seine Kameraden an und zur Strafe wurde sein Kopf abgeschlagen. Huch! Die Verbindung verloren. Gar nichts ist hier verloren. Okay, alles klar. Sammle 5 unreine Seelen. Ein Achievement. Geil. Ich bin tatsächlich nicht so der Achievement-Hunter, muss ich sagen. Das ist mir... Also... Also ich gucke halt nie in die Liste der Achievements, die es gibt und versuche die dann irgendwie zu erreichen. Das ist halt so, was man halt so beim Spielen mitnimmt, ist nice. Aber so extra in die Liste gucken, da sehe ich mich nicht. Das finde ich stressig. So, was haben wir hier? Da ist auch nochmal ein Brief. Antrag des Dorfs Nummer 1. Antrag. Riesige Monster im Wald, zu Händen eines furchtlosen Ritters. Achso, Entschuldigung, das habe ich. Nochmal. Riesige Monster im Wald zu Händen eines furchtlosen Ritters. Nee, Moment, ist das was? Wie muss ich das lesen? Riesige Monster im Wald, Punkt, weil das zu ist groß geschrieben. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Riesige Monster im Wald zu Händen eines furchtlosen Ritters. Also der Brief soll halt zu Händen, meine Güte. Es gab Berichte, dass ein riesiges Monster im Wald nahe des Klippendorfs wütet. Auch die Soldaten des Königs erlitten Verluste. Eine Belohnung wird an denjenigen ausgehändigt, der das Biest bezwingt. Hilft uns, das Land zu beschützen. Gezeichnet Ritter Heimul. Heimul. Ritter H. Gut, das klingt ja nach einem Bosskampf. Wo kommen wir hier raus? Gehen wir hier eine Etage höher. Warte einmal bitte. Ah, ja. Jetzt hier so, gesagt. Aber ist das wirklich, Bin ich überzeugt? Das müssen wir nochmal genauestens überprüfen. Bitte hilft mir. Ah! Okay, ja, sofort. Ich muss noch kurz den Bogenschützen hier besiegen. Ist das nicht... Das kommt ganz bekannt vor. Haben wir doch schon mal. Unreines Sediment. Genau, damit können wir Fähigkeiten verstärken. Den Sprung verkauft habe. Waren wir hier schon, oder? Das kommt mir nicht bekannt vor. Sollte es mir bekannt vorkommen? Da oben ist auch noch so einer. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Nee, das ist einfach nur der obere Abschnitt von dem... von dem anderen Raum. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was soll hier noch irgendwie einen Weg? Noch einen dritten Weg geben. Nach oben. Beziehungsweise. Ah, was haben wir denn hier? Erhöht die Anzahl an ausrüstbaren Relikten um 1 nach 100 Bärchen. Eine magische Kette, die sich mit der Kraft in Relikten verbindet. Gut. Sehr, sehr. Ah, wahrscheinlich, wenn wir da hochkommen, ne? Das ist dann der dritte Weg. Ja, aber da brauchen wir irgendwie noch einen... Ist ja viel zu... Nee, da brauchen wir noch einen krasseren Jump, glaube ich. Na gut. Dann wollen wir uns mal dem Monster im Wald stellen. Frommenbrief. Es gibt hauptsächlich 2 Stützpunkte der Weißen Kirche. Die Weiße Diözese und der unterirdische Übungsplatz in den Katakomben. Die angehenden Beschützerinnen müssen dort jahrelang trainieren, um Körper und Seele zum Schutz der Weißpriesterin zu stellen. Ja, das war ja Sigrid, die war ja so eine Beschützerin. Schutz der... Quatsch. Anwärterinnen werden unter den Gläubigen auserwählt. Darunter werden nur die 10 Besten zu Beschützerinnen ernannt. Okay. Das macht Sinn. Wenn wir uns ausruhen. Ich finde das ganz nice, dass das nicht immer nur eine Bank ist. Das ist einfach mal eine Sitzecke, mal eine Bank, mal ein Bett. Finde ich ganz nice. So, und hier ist unser kopfloser Ritter. Den würde ich aber gerade...
erstmal außen vor lassen. Bin ganz happy mit den Items, die wir gerade haben. Also weiter. Okay, Moment mal. Was habe ich denn da gesehen? Mein entzündetes Adlerauge. Achso, ich bin hier runter. Warte mal, wie kommen wir da unten an den Gang? Hier runter. Aber wir können nicht... Ah, okay. Ich weiß nicht, ob wir tauchen noch lernen oder ob wir das Wasser ablassen. Eins von beidem muss passieren, damit wir da unten lang kommen. So, dann schreit doch hier noch Boska. Komm her, Junge. Show me what you got! Alter Krieger Gelrod. Oh, er ist es. Alles klar. Und ja, nochmal. Nochmal ordentlich Sachen in petto. Was hat denn der da für einen, so einen Rüstungsbalken? Aua. Was nicht schlimm? Oh, er ist gestaggert. Jetzt drauf. Scheiße. Zu gierig. Natürlich hat er nicht so viel Spaß. Wer ist verwundert? Niemand ist verwundert. Konzentration. Volle Konzentration. Wo ist da die Konzentration, Julian? Ich werfe einfach nur das Kind vom... Hier, ihr wisst schon, wen ich meine. So will ich das sehen. Okay, der Bird ist auch schon wieder durch. Scheiße. Ruf da. Hälfte haben wir. Warte mal, wieso ist denn mein Bird denn jetzt wieder an Aufladungen da? Bekomme ich da Aufladungen, wenn ich den Boss stagger? Scheiße. Das war blöd. Aber es macht zum Glück nicht so viel Schaden. Also, heilen. Das war die letzte Heilung, Leute. Entspann dich. Autsch! Scheiße, Mann. Okay. Oh, er ist gesteckert, verdammt! Oh, shit! Ah, was? Okay, das schlägt auch noch nach hinten. Ach, du meine Güte! Panik. Scheiße, das... Mann, da muss ich dran denken, dass das auch hinter ihm trifft. Konzentration. Wir schaffen das. Ja, ist ja gut jetzt. Entspannen Sie sich mal. Ja, was machst du? Ja, ist gut. Ja. Konzentration. Komm her. Komm her, Junge. Gott, trau dich. Ah, hätte ich nie sagen sollen. Hätte ich nie sagen sollen. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das ist vorbei. Ich hab's in dem Moment, wo er den Sprung gemacht hat. Ah, ärgerlich. Ich überlege, ob ich die Kamera woanders hinsetzen soll. Ich habe nämlich gerade gesehen. Unten rechts ist ja immer der Bossbalken. Oben rechts ist die Karte. Ich könnte mich ja eigentlich... Was halten wir denn davon? Wartet mal. Mach hier mal. Was ist denn hier? Ist noch gar nichts. Achso, ich mach hier so. Wartet kurz. Wir schaffen das zusammen. Wupp. Finden wir das so cooler? Das ist ungewohnt. Ich lasse das jetzt mal so für den Rest der Folge, aber ich habe das Gefühl, es gefällt mir nicht. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich dachte nur, damit ihr unten rechts auch den Progress so vernünftig seht. Wie viel HP der Kollege noch hat. Wobei, die HP habt ihr, glaube ich, gesehen. Aber den Namen halt nicht. Einfach draufhacken. Schön hacken. Ja, der kriegt richtig auf den Sack. Ich krieg auch auf den Sack, Scheiße. Auf! Damage machen! Okay. Phasenwechsel.
geht. Staggern. Wir hätten ihn noch staggern können. Das war ärgerlich. Aber egal. Ist okay. Teil einmal. Ja, das ist scheiße. Der Move ist echt... Der gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich glaube, durch ihn durchdashen ist hier nicht die Devise. Okay. Kein Problem. Jetzt kommt das wilde Gehüpfe. Kommt noch ein dritter. Jawohl. So, und jetzt staggern. Ja, okay, wir warten noch kurz. Jetzt staggern ihn. Duck und Rufhorn. Rufhorn! Okay, die wilden Springer. Passt. Bringen wir alles hin. Noch ein Hüpfer. Easy. Und noch einen dritten. Und jetzt gehen wir drauf. Also wir, ne? Ihr wisst, was ich meine. Passt. Passt. Achtung, da kommt der Dash. Ach ne, ist gar nicht der Dash. Mein Fehler, habe ich falsch gelesen. Oh, das war ärgerlich. Mach doch mal nochmal den Dash hier. Was soll denn das? Ja, ja. Nee, nicht den. Du sollst richtig auf mich zudashen. Komm mal ran auf den Meter. Immer die wilde Hyperitis hier. So, ist jetzt hier vorbei gleich, Kollege. Ja, das meinte ich doch. Das hättest du mal eben machen sollen. Ja, komm. Tschüss hier. Rein. Level up. Wollen wir den mal läutern? Verfluchte Unreine, wie konntet ihr nur? Du warst ja selber jetzt einer am Ende, ne? Erlöse dich mal, mein Gutester. Draußen vor der Hütte konnte ich die Stimmen der Dorfleute hören. Die angsterfüllten Stimmen derjenigen, die mich fürchteten, da ich unrein geworden war. Es war meine Entscheidung, in der Untotentruppe zu kämpfen, um das Volk zu beschützen. Untotentruppe? Und doch sehnte ich mich manchmal nach Läuterung. Aber ich durfte der Quellpriesterin nicht noch mehr zur Last fallen. Es ist man währenddessen noch... einer Weile waren wieder Stimmen zu hören. Diesmal waren es die Stimmen der Quellpriesterin und eines Kindes. Das sind 100 pro wir. So ein junges Mädchen und doch war es eine vorzügliche Priesterin geworden. Das sind auf jeden Fall wir. Ich hatte zwar vergessen, wie man lacht, aber ich merkte, wie meine Züge weicher wurden. Wenn ich eines Tages die Kontrolle verliere, muss dieses Kind wohl die Last tragen. Okay, ja, ja. Ich wusste nicht, wie lange ich noch bei Sinnen sein würde. Aber solange ich konnte, wollte ich diese Kinder beschützen. Okay. Wenn ich an die Kinder dachte, waren meine Schmerzen nicht weit davon belangt. Gut, alter Krieger Gelroth teilt schwere und kräftige Schläge mit seinem Riesenhammer aus, bewegt sich langsam, dafür hat er große Reichweite und kann Gegner zurückstoßen. Gelroth war als bester Kämpfer des Hofs bekannt und ein Held für die Dorfbewohner. Doch letztendlich war der einzige Lohn für seine Mühen die Einsamkeit. Also es ist ja anscheinend schon so, dass du... Oha, guck mal, das Riesen. In der Luft. Ah, löst beim Aufprall eine Druckwelle aus, die stärker ist, je tiefer man fällt. Eine Technik des alten Kriegers Gelroth, die bestimmte brüchige Böden zerstört. Was könnte es damit nur auf sich haben? Ah, ja, okay, alles klar. Ich blende mich kurz aus hier. Durch Gelroths Kraft kann man beim Aufprall nach einem Sprung durchdrücken von eine Sturzattacke ausgeübt. Eine Sturzattacke ausgeübt werden. Diese Sturzattacke ist in der Lage, Geschwülste zu durchbrechen, auf die gewöhnliche Attacken keine Effekte haben. Manche Geschwülste sind so stark, dass sie nur durch einen Fall aus großer Höhe durchbrochen werden können. Okay, alles klar, macht Sinn. Natürlich, Ritter Kunibert auch wieder mit dabei. Er muss ein ehrenvoller Ritter gewesen sein, der das Dorf bis zum Schluss beschützte. Wer ist dieser schwarze Ritter? Die beiden Priesterinnen aus der Erinnerung, waren das deine Mutter und du?
Woher soll ich das wissen? Ich habe Amnesie. Okay, jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge Bereiche, die wir uns in dem vorherigen Gebiet jetzt erschließen können. Ich würde sagen, wir setzen uns aber erstmal hin, denn ich werde natürlich Gelrod ausrüsten. Wo haben wir ihn denn? Da. Aber wen packe ich dafür weg? Ich muss sagen, nein, ich finde den Vogel nice und dann auch irgendwie nicht so 100% überzeugend. Ich pack mal den Boy hier weg und warte mal. Aha, Momentchen mal. Gelrod ist auch so und die roten Dinger sind immer unendlich oft benutzbar. Das heißt, mit Gelrod habe ich dann jetzt eine zweite Prügel-Kombo hier. Ja, verstehe. Finde ich aber ganz gut. Muss auf jeden Fall mal getestet werden. Ich speichere auch direkt mal. Das machen wir nur, damit das einmal weg ist. Mann, immer wenn ich auf den Kontrollmonitor gucke, ich finde das furchtbar, dass die Kamera da ist. Aber vielleicht ist es die bessere. Wir müssen uns wahrscheinlich nur dran gewöhnen. So, wo haben wir denn die ersten? Hier hatten wir doch direkt, wo wir durchbrechen mussten, oder? Nee, Quatsch, das war oben durch den. Da brauchen wir den Triple Jump für. Ja, okay. Aber wir gehen dann einfach mal hier lang. Die Gegner müssten ja. Nee, die sind alle wieder da, weil wir gerastet haben. Hallöchen! Gelrod, hau da mal rein hier! Wir sehen, dass der noch lebte. Das gefällt mir ganz gut. Ich dachte, ich kann diesen. Warte mal. Ach nee, so muss ich das machen. Ja. Oh, das liebe ich aber als Fähigkeit. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Weg mit dir, Made! Welch! Ihr Amateure! Wie komme ich. Da brauche ich auch den Triple Jump für. Wenn es denn einen Triple Jump gibt, keine Ahnung. Hoffe es. So, hatten wir. Komm hier, wir lassen mal Fetti gehen. Oh oh. Heilen! Eieieiei. Weg mit ihm. Wir müssten doch hier irgendwo. Genau, hier haben wir schon. Müssen wir aber wahrscheinlich von da oben springen. Okay, alles klar. Kein Problem. Ah, kein Problem. Alle hopp und das war nix. Okay, wir haben es trotzdem kaputt bekommen. Hauptsache das. So, das sammeln wir einmal ein. Aber warte mal, das war anderer Kram, oder? Das war nicht. Das Sediment, das war doch nochmal was anderes, oder? Unreiner Furor haben wir nämlich gerade eingesammelt. Okay. Ich glaube, mit dem Furor können wir sogar die. Den Ritter aufrüsten. Gut. Du müsstest aber eigentlich auch noch irgendwo. Einen Weg nach unten geben, oder? Nicht da links? Also nicht in der Mitte vom Marktplatz? War da nicht auch so ein Geschwür? Ach, das ist getroffen. Ach nö. Nervisch. Nerv mich. Genau. No. Weg mit ihm. Nein, hier war. Oh, die Heilanimation war auch so lange. Och, wie ärgerlich. Oh, ich hätte ja so gerne da runter geguckt. Aber ich würde fast sagen, da wir jetzt hier wieder zurückgeworfen wurden, macht es Sinn, hier nochmal zu speichern. Oh, was ist das denn? Achso. Gelrods Erinnerung. Ja, alles klar. Macht es Sinn, hier nochmal zu speichern, denn wir sind halt leider schon wieder am Ende der Folge angekommen und es ist keine Verbindung zum Controller verloren. Was soll das denn immer? Einiges am Progress. Wir haben eine neue permanente Fähigkeit vor allem. Wir haben jetzt einen richtig schönen Schmetterangriff. Nächste Folge geht's beim Marktplatz runter. Jetzt werden alle von diesen Geschwülsten werden weggemacht. Das wird sich alles angeguckt. Auf in die nächste Folge, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns.